Es ist ein Kooperationsprojekt Berggeschrei der 8 Liederregionen des Erzgebirgsraumes mit verschiedenen Schwerpunkten, die sich ganz speziell an die ehrenamtlichen Vereine richten. Die seit 30 und mehr Jahren Stätten des historischen Bergbaus erhalten, pflegen, der Öffentlichkeit darbringen und die sich auch alleine gefühlt haben. Und über dieses Projekt möchte man halt Schulen weiterbilden, Kontakte knüpfen, dass man sich kennenlernt und sagt, wie machst du denn das? Wollen wir uns nicht auch mal gegenseitig besuchen über diesen Breiten? Mein Name ist Helmut Albrecht, ich bin Vorsitzender des Fördervereins Montanregion Erzgebirge e.V. und wir haben uns entschlossen, zusammen mit dem Silbernen Erzgebirge hier ein großes Projekt zusammen mit allen Liederregionen zu realisieren. Dank an den Trägerverein oder Umsetzungspartner des Vereines Montanregion Erzgebirge e.V. und an den Leadpartner Region Silbernes Erzgebirge. Wir haben versucht, verschiedene Stationen jetzt seit 2019 schon aufzubauen mit Workshops, mit Fachtagen in den Regionen. Und da muss man sagen, trifft dieses Vorhaben auf alle Fälle den Nerv. Also die Intention, die wir verfolgen, kommt an. Wir sehen, dass sich Menschen und Vereine und Initiativen kennenlernen, überhaupt voneinander wissen und die Angebote des Berggeschrei-Vorhabens doch sehr schnell stets ausgebucht sind. Wir haben uns dann miteinander verständigt, was könnten diese Vereine brauchen, wo ist der Bedarf, haben das dann in den Workshops, die wir mit den Regionen geführt haben, nochmal geschärft und haben dann 3 große Bereiche in das Projekt aufgenommen. Das ist einmal, dass wir dort ein Projektmanagement installieren wollten, also jemand, der sich hauptamtlich dann wirklich dort darum bemüht, der die Vereine beraten kann, der Bildungsangebote in Form von Workshops und Fachtagen organisiert. Und wir haben außerdem beschlossen, dass wir versuchen, einen Kleinprojektefonds aufzubauen. Das bedeutet ein Instrument, wo Vereine sehr einfach mit ganz wenig Antragsaufwand sich Gelder organisieren können für kleine Projekte in der Region, die sich eben zum Erhalt des Bergbaus oder auf den Erhalt des Bergbaus, der bergbaulichen Anlagen oder vielleicht auch mal ein Habit für eine Knappschaft etc. richten. Also der Kleinprojektefonds wird in diesem September starten. Wir haben unseren Fundraising-Tag demnächst und dann ist das Startsignal, um Geld zu sammeln aus der Bevölkerung, von Unternehmen, aus der Industrie und so weiter zur Unterstützung der Vereinstätigkeit, ehrenamtlichen Vereinstätigkeit hier in der Region. Unseren Dank an die sächsische Landesregierung, die es den Liederregionen in Sachsen ermöglicht, ihre eigenen Konzepte zu schreiben. Und diese Vielfalt, die macht es erst möglich, dass wir zusammenarbeiten können und dass wir unsere Themen finden. Also dass nicht von Dresden vorgegeben wird, was wir in unseren Regionen brauchen. Das ist ein Grundstein auch für dieses Projekt.